Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns in diesem Video die Zuordnungen an. Vor allem beschäftigen wir uns mit der Frage, was sind Zuordnungen, wenn wir von Proportionalitäten sprechen. Zuordnungen meinen vor allem, dass wir zwei Größen gegeben haben und dass wir die eine Größe mit der anderen Größe vergleichen bzw. eine Größe der anderen Größe zuordnen. Wenn wir so in den Alltag blicken, dann fällt uns das beispielsweise beim Fußballspielen auf. Wir haben 11 Spieler am Feld und jeder Spieler trägt eine andere Trikotnummer. Das heißt, wir ordnen beispielsweise dem Tormann die Trikotnummer 1 zu. Wir ordnen dem linken Verteidiger die Trikotnummer 5 zu. Wir ordnen dem rechten Verteidiger die Trikotnummer 9 zu und dem Stürmer beispielsweise die Trikotnummer 7. Das heißt, die beiden Größen, Name oder Art des Spielers und Trikotnummer, die werden miteinander verglichen bzw. auch zugeordnet. Jedem Spieler wird eine Trikotnummer zugeordnet. Und diese Zuordnungen wollen wir heute in einem mathematischen Kontext näher anschauen. Dazu habe ich dir zusammengeschrieben, was du bereits im Vorfeld können solltest und welche Ziele wir gemeinsam in diesem Lernvideo haben. Unbedingt können solltest du, dass du argumentieren kannst, wann es sinnhaft ist bzw. sinnvoll ist, zwei Größen miteinander in Beziehung zu setzen. Oftmals ist es klug, zwei Größen miteinander in Beziehung zu setzen. Manchmal ist es auch sinnlos, zwei Größen miteinander in Beziehung zu setzen. Hier ist es wichtig, dass du vor allem abschätzen kannst bzw. sensibel dafür wirst, zu erkennen, wann es gut ist, zwei Größen miteinander zu vergleichen. Ganz wichtig ist aber auch, dass du auf Alltagserfahrungen zurückgreifen kannst und davon ausgehend die Zusammenhänge von zwei Größen erkennst. Denn viele Beispiele in diesem Lernvideo bauen auf Alltagserfahrungen auf und von daher ist es gut und auch sinnvoll, wenn du schon viele Alltagserfahrungen gemacht hast und wenn du hierbei auch erkennen kannst, wann es ein Zusammenhang zwischen zwei Größen vorhanden ist. Welche Ziele haben wir gemeinsam in diesem Lernvideo? Nach diesem Lernvideo kannst du den Begriff einer Zuordnung gut erklären beziehungsweise auch definieren, vor allem in einem mathematischen Kontext und kannst davon ausgehend auch Zuordnungen unterschiedlich darstellen, unter anderem durch Tabellen, eine mathematische Vorschrift oder es ist auch möglich, Zuordnungen grafisch darzustellen mit Hilfe eines Koordinatensystems. Und diese drei Arten von Zuordnungen werden wir uns auch genauer anschauen und gemeinsam in diesem Video auch erarbeiten. Zu Beginn habe ich dir ein kleines Motivationsbeispiel als Einstieg mitgebracht, das wir uns gemeinsam zum Thema Zuordnung auch anschauen werden. Es ist auch ein Beispiel aus einem Alltag, und zwar im Turnunterricht werden jetzt Mädchen- und Burschengruppen gebildet. Und die Schülerinnen und Schüler stellen sich am Anfang vor dem Turnlehrer auf und nennen dann ihre Namen, so wie sie der Reihe nach stehen. Jakob, Sarah, Christian bis Gabriel. So stehen die Schüler in dieser Reihe vor dem Turnlehrer. Und unsere Aufgabe ist nun, vor allem auch die Aufgabe der Turnlehrer ist es, diese Liste zu vervollständigen. Und zwar der Nachname der Schülerin oder des Schülers ist bereits aufgelistet mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens. Und die beiden Turnlehrer, genau wenn Mädchen und Burschen gemischt sind, dann führen sie eine Liste und sie sollen nun die Namen in dieser Liste hier durch die Nennung ihres Namens der Schüler oben ergänzen. Und die Aufgabe ist nun, dass diese Namen, die die Turnlehrer in der Liste bereits vorfinden, beziehungsweise die sie auch nennen, die sollen den einzelnen Kindern, die vor ihnen stehen, zugeordnet werden. Jedes Kind hat einen Vornamen und einen Nachnamen. Und diese
Namen, Vor- und Nachname, die werden jetzt den Kindern eindeutig zugeordnet. Also hier haben wir schon den Begriff Zuordnung drinnen. Das heißt, die Größe Name und die Größe die jeweiligen Kinder, die vor uns stehen, die werden miteinander verglichen. Die Namen werden den Kindern zugeordnet. Und unsere Aufgabe ist es nun, diese Liste zu vervollständigen mit Hilfe dieser Namen, die oben genannt worden sind, wie sie in der Reihe gestanden sind. Du kannst diese Aufgabe nun in dein Übungsheft übertragen und versuchen auch selbstständig zu lösen, indem du jedem Kind einen vollständigen Namen zuordnest. Du kannst dieses Video nun hierzu stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Wir haben jetzt im Turnunterricht die verschiedenen Namen, die die Schüler, wie sie in der Reihe gestanden sind, genannt haben. Jakob, Sarah, Christian bis Gabriel. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nun, diese Namen den Kindern zuzuordnen. Also eine Zuordnung zwischen Name und zwischen dem jeweiligen Kind zu machen. Und dazu habe ich dir auch bereits die Lösung dargestellt. Die roten sind die Mädchen und die blauen sind die Burschen. Genau, dann bleibt grundsätzlich für die Mädchen jeweils eine Möglichkeit übrig, und zwar Arndtner Sarah, Glatz Lena, Dörfler K. Katharina, Winkler V. Viktoria, Pötz Helene, Huber Eva. Das wären die Mädchen, wobei jedes Kind einen eindeutigen Namen bekommen hat. S. Sarah, L. Lena, K. Katharina, V. Viktoria, H. Helene, E. Eva. Die blauen Namen, die sind jetzt die Burschennamen. Und da haben wir auch wieder eine eindeutige Zuordnung. Groß Max, Kogler Alex, Alexander, Ofner Christian, Lang Jakob, Meißel Gabriel und Holzer Niki. Auch hier wird jedem konkreten Bursch ein vollständiger Name zugeordnet. Den Mädchen in Rot und den Burschen in Blau. Und in diesem Beispiel geht es vor allem darum, dass wir diese Zuordnung erkennen zwischen Name und zwischen dem Kind. Eine Zuordnung heißt immer, dass ich einer Größe eine andere Größe in eindeutiger Weise auch zuordne. Das heißt, jedes Kind hat einen eindeutigen Namen, das ist genau diese Zuordnung. Und diese Zuordnungen, die wir hier jetzt in Form einer Liste auch dargestellt haben mit Name und dem Kind, die können jetzt auf unterschiedliche Weise auch dargestellt werden, beziehungsweise auch aufgeschrieben werden und dargestellt werden. Unter anderem wäre das Diagramm, also Pfeildiagramme beispielsweise. Dann wären es Tabellen, die wir hier auch in einer gewissen Art und Weise schon gemacht haben, ein Koordinatensystem oder also grafischem Koordinatensystem durch einen Graph, durch eine Linie. Das ist nun natürlich bei ordinal skalierten Daten möglich, die mit Zahlen in Verbindung haben. Die Namen wären jetzt nicht gut, wenn man die ins Koordinatensystem einzeichnet, denn da gibt es keine mathematische Verbindung zwischen Name und auch Kind. Oder durch eine mathematische Vorschrift, die meistens auch nur für ordinal skalierte Daten wichtig oder sinnvoll ist, unter anderem, wenn man jetzt zwei Größen mathematisch in Beziehung setzt, das wäre hier auch nicht möglich. Zwischen Name und zwischen dem Kind gibt es keine mathematischen Verbindung durch eine Gleichung oder durch eine Vorschrift. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel jetzt an, wo wir jetzt diese Darstellungsformen von Zuordnungen uns genauer betrachten. Die Zuordnung durch eine Tabelle bzw. durch ein Koordinatensystem.
Hier haben wir auch wieder ein Beispiel. Gestern hast du alle 2 Stunden die Temperatur abgelesen. Beginn war um 6 Uhr in der Früh, du warst schon sehr früh auf, hast um 6 Uhr die erste Temperaturmessung gemacht mit 24 Grad Celsius und bist dann alle 2 Stunden wiederum zum Thermometer gegangen und hast die Temperatur abgelesen. Und so bist du ganz zum Schluss bei der letzten Temperaturmessung auf 28 Grad Celsius gekommen. Und wir sollen jetzt eine Wertetabelle und eine Darstellung im Koordinatensystem durchführen, damit wir dieses Beispiel konkret im mathematischen Kontext von Zuordnungen auch darstellen. Zunächst müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das machen. Du kannst dieses Beispiel nun auch gerne auf dein Übungsheft übertragen, abschreiben und gemeinsam mit mir eben auch durchführen. Zunächst müssen wir uns Gedanken machen, welche Größe einer anderen Größe zugeordnet wird. In diesem Fall wird jeder Uhrzeit, in dem Fall alle 2 Stunden von 6 Uhr in der Früh beginnend, eine bestimmte Temperatur in Grad Celsius, die am Thermometer aufscheint, zugeordnet. Das heißt, die Größe Uhrzeit und die Größe Temperatur haben eine Zuordnung. Die Zuordnung erfolgt von der Temperatur hin zur Uhrzeit. Dann wollen wir eine Tabelle erstellen. Eine Tabelle für diesen Fall, für dieses Beispiel. Und zwar, eine Tabelle schaut so aus, dass wir 2 Spalten haben. Die Zeit auf der rechten Spalte, in der linken Spalte und die Temperatur in der rechten Spalte. Wir tragen alle 2 Stunden die Zeit ein, 6 Uhr bis 20 Uhr. Und zu dieser jeweiligen Zeit kommt dann eine jeweilige Temperatur, die wir am Thermometer abgemessen haben, hier herein. Die dürfen wir eintragen. Um 6 Uhr hat es 24 Grad Celsius, bei der nächsten Zeit, die ist 2 Stunden später um 8 Uhr, hat es 25 Grad Celsius, den zweiten Wert. Und so geht es weiter bis zum letzten Wert um 20 Uhr, wo wir 28 Grad Celsius gemessen haben, so wie es in der Liste auch oben ersichtlich ist. Wir haben also alle Werte, alle Temperaturen bestimmten Uhrzeiten durch diese Tabelle auch zugeordnet. Das heißt, es erfolgt hier eine Zeit-Temperatur-Zuordnung, die wir jederzeit auch zu Hause auch selbstständig durchführen können, wenn wir am Thermometer alle 2 Stunden an einem Tag auch die Temperatur ablesen. Dann wollen wir auch ein Koordinatensystem machen, beziehungsweise wollen wir diese Zuordnung in einem Koordinatensystem grafisch darstellen. Die zweite Möglichkeit eben durch ein Koordinatensystem. Da habe ich jetzt uns auch eins gezeichnet, wo wir auf der X-Achse die Zeit auftragen und auf der Y-Achse die Temperatur. Oftmals oder eigentlich immer ist es so, dass die Größe, der man etwas zuordnet, auf der X-Achse ist. Also das heißt, der Uhrzeit wird ja eine Temperatur zugeordnet. Das heißt, die Uhrzeit liegt auf der X-Achse. Und davon ausgehend kommen wir zu einer gewissen Temperatur. Die bildet dann unsere Y-Achse. Also der Größe, der man etwas zuordnet, X-Achse. Hier dürfen wir diese Punkte, die wir in der Tabelle drüben dargestellt haben, die dürfen wir jetzt eintragen ins Koordinatensystem. Um 6 Uhr hat es 24 Grad, also 6 Uhr ist der X-Wert, 24 Grad Celsius ist der Y-Wert, das wäre ungefähr hier. Und das machen wir hier weiter. Um 8 Uhr hat es 25 Grad Celsius, kommt hier ein Punkt, der eben diesen zweiten Wert 8 mit 25 vergleicht. Dann um 10 Uhr hat es 29 Grad Celsius. Um 12 Uhr hat es 31 Grad Celsius. Um 14 Uhr hat es 33 Grad Celsius. Um 16 Uhr hat es auch 33 Grad Celsius. Um 18 Uhr hat es wieder 31 Grad Celsius. Und um 20 Uhr hat es 28 Grad Celsius. Also wir sehen hier, dass diese Punkte
durch x und durch y-Koordinaten dargestellt werden. Die x-Koordinate die Zeit, die y-Koordinate die Temperatur. Und diese einzelnen Punkte sind unsere Wertepaare zwischen der Zeit und der Temperatur. Wir können diese Punkte verbinden, dann wäre es eine kontinuierliche, ständige Messung. Wir haben hier aber nur Temperaturen, die an Stunden gemessen worden sind, die alle 2 Stunden vorliegen, 6 Uhr bis 20 Uhr. Wir haben jetzt keine konkrete Messung für 6.30 Uhr oder 6.50 Uhr, aber wir könnten sie miteinander verbinden und dann würde sich hier so eine Kurve, ein Graph ergeben, der natürlich nicht genau ist, denn es könnte ja auch sein, dass um 15.34 Uhr Grad gemessen worden sind, dann würden wir hier oben sein und keine geradlinige Verbindung zwischen 14 und 16 Uhr vorliegen. Also beim Verbinden von diesen Punkten muss man immer vorsichtig sein. Wichtig ist, dass man die Punkte richtig einzeichnet. Und so ergibt sich eine grafische Darstellung dieser Zeittemperaturzuordnung. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an mit einer Vorschrift, wo wir jetzt von der Tabelle und dem Koordinatensystem ausgehen und darauf aufbauend eine Vorschrift formulieren für diese Zuordnung. Das Beispiel lautet, du kannst dieses Beispiel auch wieder in dein Übungsheft übertragen. Ergänze die folgende Tabelle und stelle die Zuordnung im Koordinatensystem dar. Die Vorschrift lautet, ordne jeder Zahl die um 2 größere Zahl zu. Wir haben jetzt eine konkrete mathematische Vorschrift, dass wir jeder Zahl x, die wir haben, die um 2 größere Zahl zuordnen. Und daraus ergibt sich wieder eine neue Zahl. Und erstens soll das durch eine Tabelle geschehen. Ich habe diese Tabelle schon begonnen, und zwar die Zahl x, von der wir ausgehen, und dann ordnen wir dieser Zahl x eine andere Zahl y zu. Und die Zahlen x, die uns interessieren, wäre 1, 2, 4, 9 und 12. Das ist ganz willkürlich, das habe ich aufgeschrieben. Man könnte beispielsweise auch die Zahl 3 oder die Zahl 50 anschauen. Wir haben in diesem Beispiel diese 5 Zahlen gegeben und jetzt ordnen wir diese 5 Zahlen, die um 2 größere Zahl zu. Wenn wir der Zahl 1, die um 2 größere Zahl zuordnen, kommen wir zu 1 plus 2 und das wäre 3. Wenn wir jetzt der Zahl 2, die um 2 größere Zahl zuordnen, dann erhalten wir 4. Wenn wir der Zahl 4, die um 2 größere Zahl zuordnen, erhalten wir 6. Wenn wir der Zahl 9, die um 2 größere Zahl zuordnen, erhalten wir 11. Wenn wir der Zahl 12, die um 2 größere Zahl zuordnen, erhalten wir 14. Also immer die um 2 größere Zahl ist dann die neue Zahl y, die sich aus x ergibt, indem wir 2 addieren. Das wäre beispielsweise diese Vorschrift im Tabellenformat. Wir können jetzt nun aber auch ein Koordinatensystem zeichnen, wiederum mit x, mit der Zahl und dann die zugeordnete Zahl, die neue Zahl, wie auch vorhin, die ist auf der y-Achse. Also derjenigen Zahl, der man etwas zuordnet, eine andere Zahl zuordnet, die ist auf der x-Achse und die zugeordnete Zahl, die ist y. Wir zeichnen jetzt wieder diese Wertepaare aus der Tabelle ein. Der 1 ordnen wir die 3 zu, der 2 ordnen wir die 4 zu, der 4 ordnen wir die 6 zu, der 9 ordnen wir die 11 zu, und der 12 ordnen wir die 14 zu. Und wie ich schon gesagt habe, das können wir jetzt für jede beliebige Zahl durchführen, denn für jede Zahl ist die zugeordnete Zahl um 2 größer. Also erhalten wir auch hier unmittelbar inzwischen immer Werte und diese Werte sind immer um 2 größer als der x-Wert, also erhalten wir, wenn wir diese Punkte miteinander verbinden,
dann erhalten wir hier so eine Gerade. Und diese Gerade, die dürfen wir durchaus ziehen, denn diese Vorschrift gilt für alle Zahlen, nicht nur für die Zahl 1, 2, 4, 9 und 12, sondern für jede beliebige Zahl. Und wenn man diese Punkte dann alle einträgt in dieses Koordinatensystem, dann ergibt sich hier eine Verbindung zwischen diesen Punkten, die natürlich auch noch weiter hier hinaus geht. Und unten auch weitergeht. Also wir halten eine Gerade in diesem Fall, die eben diese Zuordnung darstellt. Und wir wollen jetzt eine Vorschrift, eine konkrete Vorschrift angeben, mathematisch gesehen durch einen mathematischen Ausdruck. Und zwar die Zahl, die man gegeben hat, ist die Zahl x. Die zugeordnete Zahl ist die Zahl y. Wir müssen diesen beiden Zahlen jetzt mathematisch auch durch Variablen darstellen. X die Zahl und y die zugeordnete Zahl. Und wenn wir jetzt im Grunde genommen diese Zahlen hier auch darstellen durch eine Vorschrift, dann erhalten wir jetzt Folgendes, dass die zugeordnete Zahl y, die bekommen wir, indem wir jetzt die Zahl x, wir sehen es hier in der ersten Zeile, plus 2 nehmen, also 2 hier addieren. Und das heißt, wir bekommen y aus x plus 2. Hier habe ich einen kleinen Schreibfehler. Hier sollte es 2 heißen. Wir erhalten in diesem Fall y durch x plus 2. Und das wäre diese mathematische Vorschrift, wie wir y aus x bekommen, einfach durch diese Gleichung. Und im Allgemeinen ist es so, dass Zuordnungen, wenn sie durch eine Vorschrift angegeben werden sollen, durch einen Term bzw. eine Gleichung angeschrieben werden. Eine Gleichung auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind zwei Größen miteinander verbunden, die durch ein Gleichheitszeichen angeschrieben werden. Links und rechts muss das Gleiche stehen. Y, die linke Größe, erhalte ich, indem ich x plus 2 nehme. Das ist eine Gleichung. Und damit ist diese Zuordnung durch eine Gleichung angegeben und diese Zuordnung ist in diesem Fall auch konkret mathematisch beschrieben worden. Erfüllt diese Zuordnung mit Hilfe dieser Gleichung gewisse Eigenschaften, wenn es vor allem um den Quotient von diesen beiden Größen geht, y durch x oder x mit mal y, dann, wenn diese gewissen Eigenschaften erfüllt sind, dann können wir jetzt in der Folge von einer direkten und indirekten Proportionalität oder Zuordnung sprechen, wie diese Eigenschaften ausschauen und welche Eigenschaften hier auch erfüllt sein müssen für eine direkte und indirekte Proportionalität. Das schauen wir uns in den nächsten Lernvideos gemeinsam an. Ich freue mich darauf. Bis bald!